Ich möchte Bayreuths Oberbürgermeister werden, weil wir einen Perspektivwechsel brauchen. Wir müssen weg von den Perspektiven, die nächsten 5, 6 Jahre schauen, was denn machbar ist, was denn geht, hin zu einer Perspektive für die nächsten 50 Jahre. Wir müssen langfristig denken und Bayreuth hier zukunftsfähig aufstellen, damit die Bayreuther Generation, die nächsten Generationen, die noch kommen, hier auch eine sehr gute Perspektive haben. Ja. Mein liebster Mitbewerber bei der Oberbürgermeisterwahl ist Andi Zippel von der SPD, denn es macht einfach Spaß mit jungen Menschen, wo man auch merkt, die engagieren sich für die Stadt, die wollen auch was bewegen, einen Wahlkampf zu machen, in den Argumenten durchaus auch mal nicht der gleichen Meinung zu sein, sich auseinanderzusetzen, aber das Ganze eben sehr freundschaftlich, sehr partnerschaftlich, auf einer äußerst professionellen Ebene. Ja, ich will nicht hoffen, dass das Friedrichsforum oder die Stadthalle der Bayreuther Berliner Flughafen sozusagen werden. Ganz im Gegenteil, wir müssen schauen, dass wir dieses Projekt mit einer vernünftigen Steuerung auch fertigbringen und zum Arbeiten bringen. Es ist viel schiefgegangen in der letzten Zeit. Die Steuerung wurde lange Zeit vernachlässigt. Daran muss gearbeitet werden und wir müssen vor allem die Lehren daraus ziehen für andere Großprojekte in Bayreuth. Mir ist es wichtig, in meiner Amtszeit als Oberbürgermeister eine Sache ganz grundsätzlich zu ändern, nämlich der Umgang mit unserem Investitionsportfolio. Wir müssen hier an der Stelle wieder realistisch planen, um eben auch für die Bürgerinnen und Bürger, aber auch für die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Verwaltung ein verlässlicher Partner zu sein, auf den man sich verlassen kann. Nicht, dass man einfach nur Sprüche sagt und sagt, wir planen groß und es passiert dann nichts, sondern dass die Sachen, die man ankündigt, auch wirklich umgesetzt werden. Grundsätzlich ist beides wichtig. Schulden abbauen, um eine Generationengerechtigkeit herzustellen, aber genauso auch investieren, damit wir eben eine solide Infrastruktur für die nächsten Generationen bereitstellen. In der aktuellen Situation müssen wir schauen, dass wir diese Bugwelle an Investitionen, die wir haben, anpacken und endlich auflösen und durchbrechen. Und dann klappt es langfristig auch damit, die Schulden stabil und sicher abzubauen. Mir ist es wichtig, dass am Ende meiner Amtszeit die Bayreutherinnen und Bayreuther wieder Vertrauen haben. Vertrauen in das Wirken, in die Stadtpolitik, Vertrauen in ihre Stadtverwaltung und dass das Wort aus der Verwaltung und aus der Politik in Bayreuth wieder etwas zählt, sodass hier Verlässlichkeit da ist, dass man weiß, ein Wort ist ein Wort, dem folgen Taten und man kann sich darauf verlassen.